So, liebe Freunde, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Wir spielen nochmal mit dem Doppelspinnensinn. Mal gucken, ob das heute ein bisschen besser funktioniert. Und wir machen erstmal ein bisschen was auf. Bin leider nicht so viel zum Spielen gekommen, weil ich derzeit total im Lernstress bin. Deswegen fällt auch ab und zu mal was aus und es ist einfach die Hölle. Ich lerne derzeit viel auswendig. Kasse auswendig lernen. So, was haben wir denn gekriegt? Einen Festplatz. Jedes Pokémon, deine und die deines Gegners, an das mindestens eine Energie angelegt ist, erholt sich von allen speziellen Zuständen und kann von keinem speziellen Zustand betroffen werden. Dann haben wir einen Fulikurba mit Blättchensägen. Lege eine Basis-Pflanzenenergiekarte aus deiner Hand an eins deiner Pokémon auf der Bank an. Wenn du das machst, teile allen Schaden bei jenem Pokémon. Und Solarstrahl kann das auch noch. Dann haben wir Moira. Schau die obersten 5 Karten eines Decks an und lege beliebig viele von ihnen auf deinen Ablagestapel. Lege die anderen Karten in beliebiger Reihenfolge zurück in dein Deck. Oder zurück auf dein Deck, so. Adrenaphäromon von Beatori. Wenn an dieses Pokémon mindestens eine Unlichtenergie angelegt ist und durch Schaden durch eine Attacke Schaden erhält, wirf eine Münze, verhindere bei Kopf den Schaden und Energiefeder. Diese Attacke fügt für jede an dieses Pokémon angelegte Energie 30 Schadenspunkte zu. Und zum Schluss ein Dinglu mit Bodencrasher. Wenn eine Stadionkarte im Spiel ist, fügt diese Attacke auch jedem Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Du musst aber die Stadionkarte danach weglegen und einhämmern. Haben wir oft genug benutzt, kennt ihr. So, wir haben noch knapp eine Woche und einen Tag. Das reicht genau für 8, wenn ich jeden Tag spiele. Wo wir genau wissen, dass ich das nicht tun werde. Weil ich nicht dazu komme. Ich bin wirklich, wie gesagt, ich bin derzeit im Lernstress. Es tut mir unfassbar, sorry. Ja. Aber es gibt halt einfach Themenbereiche, gerade auch. Ich lerne ja gerade für eine Vorlesung, in der es darum geht, Spiele zu machen. Also wirklich. Man sagt das immer so gerne, ich würde gerne Spiele machen. So, gerade Jugendliche sagen das immer. Und ich habe jetzt für mich festgestellt, ich glaube, ich will das wirklich. Ich glaube, ich möchte das. Ich habe hier auf YouTube viel mit Spielen zu tun und ich spiele auch privat sehr gerne Sachen. Und ich glaube, ich möchte wirklich einfach dabei bleiben. Ich möchte Spiele spielen. Und Spiele machen. Und dafür muss ich jetzt lernen. Und das Problem ist, es gibt Sachen, die mag ich. Die interessieren mich, die finde ich toll. Kann ich mir auch gut merken. Sowas wie grundlegende Sachen für Storytelling oder Game Design oder sowas. Auch Serious Games, also Spiele, die wirklich einen Mehrwert haben sollen, außer Spaß, halt auch irgendwie das Leben optimieren, einem was beibringen oder sowas. Ja, hier auf YouTube bei euch auch immer versuche, euch was beizubringen nebenbei. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Die Sache ist, das kann ich mir gut merken. Es gibt aber auch Sachen, die ich mir nicht merken kann. Und da fangen die Probleme an. Eine Sache, die ich mir zum Beispiel überhaupt nicht merken kann, was richtig doof ist, dass ich sie mir nicht merken kann, wie soll ich das jetzt sagen, ohne zu... Ja, das leg ich's an. Ohne, dass es zu kompliziert wird. So, ich krieg jetzt... Ja, ich krieg noch eine Energie. Sensorik. Also in Sensoren, es gibt ja zigtausend verschiedene Sensoren. Und einer der Themenbereiche, die ich lernen muss, bezieht sich auf Sensorik, die man für Spiele einsetzen kann, aber auch Sensorik im Allgemeinen. So. Und da gibt es eine ganze Menge. Für Design, Einbringen, wie man Sachen machen muss, etc. pp. Und wie Sensoren funktionieren. Und da ist ein ganz großer Part drin, den ich nicht mag. Und das ist GPS. GPS ist etwas Tolles, aber ich muss richtig viel dazu wissen. Und ein anderer Teil der Vorlesung ist tatsächlich GPS in Spielen anwenden. Also, wofür kann man es anwenden? Wie kann man insgesamt Environmental-Zeug benutzen? Design für irgendwelche Simulatoren und so weiter? Wie kann man die scannen? Bliblablu. Und das sind Sachen, die interessieren mich nicht. Ehrlich, habe ich große Probleme mit.
die auswendig zu lernen. Einfach, weil mein Interesse da nicht so da ist. Und das ist ein ganz großes Ich-Problem, weil da kann die Vorlesung nichts für, weil es gibt bestimmt Leute, die spielen sowas wie einen Flight Simulator oder so unheimlich gerne. Und die finden das unfassbar spannend, so wie ich zum Beispiel jetzt eine Passage über Genres und Genreentwicklung und so weiter unfassbar spannend fand. Was ich auch auswendig können muss und tatsächlich schon relativ gut kann. Weil mich es einfach interessiert hat. So geht's denen wahrscheinlich mit Environmental-Zeug. Was mich halt, gelinde gesagt, so überhaupt gar nicht tangiert. Das ist mir so egal. Und das ist in Ordnung. Aber ich muss dran arbeiten, weil de facto ist es derzeit mein Problem. Weil ich es nicht kann. Und an sowas muss man arbeiten. Aber arbeiten bedeutet auch immer viel Zeit investieren. So, und wir investieren jetzt erstmal ein bisschen in Pokémon. Zumindest in das eine hier. Und hauen jetzt mal das Benizaru weg. Der wird uns wahrscheinlich gleich mit dem anderen Peak kommen, das so lange Schadensmarken auf uns legt, dass wir nur noch 30 KP haben. Aber das ist in Ordnung, dann nehmen wir uns einfach ein anderes Pokémon und verprügeln das. Hat ja keiner gesagt, ich muss speziell das verprügeln. Kann ja auch mir so ein Frostetio nehmen und das verprügeln. Wenn ich das lieber hab. Oder in dem Fall unlieber hab. Ist eine interessante Kombo, das mit Benizaru und so Fruyal. Ist eine Kombo, die ich noch nicht gesehen habe, tatsächlich. Vielleicht habt ihr sie schon gesehen, ich noch nicht. Für mich ist die neu und ich finde sie cool. Also das muss man ja auch mal sagen. Ich finde die echt eigentlich ganz cool. Ich glaube, sie ist ein bisschen zu langsam, als dass man damit effektiv wirklich was anrichten kann. Und zu anfällig für Angriffe auf die Bank und so weiter. Was ich ja hier gerade auch versuche zu machen. Meine Maus, ich muss echt mal meine Ersatzmaus holen. Ist immer noch in meinem Rucksack und mein Rucksack liegt neben mir, aber ich benutze sie irgendwie nicht. Nutze immer noch die kaputte Maus, weil ich mir denke, sie ist noch nicht kaputt genug. Noch kann ich sie benutzen. Ja, aber das ist so ein kleiner Einblick, weshalb bei mir gerade auch zum Beispiel Videos relativ unregelmäßig kommen. Und Thumbnails gerade ein bisschen Probleme haben. Hängt tatsächlich alles einfach damit zusammen, dass ich derzeit unfassbar darin bin, zu lernen. Damit hänge ich gerade. Bin einfach gerade sehr am Lernen. So. Das ist einfach das, was ich aktuell so tue. Dann wisst ihr da auch Bescheid. So, ich benutze mal einen erste Klasse-Fänger. Achso, er da. Achso, ich muss erst sein. Maus, mach doch einfach, was du tun sollst. Nehmen wir uns das. Lege ich ein Stadion und benutze die Forschungen des Professors, um uns mal ein paar neue Karten zu besorgen. So, zum Beispiel ein Ariados. Das hier, komme ich da gleich an einen Entwicklungs-Pokémon ran? Nein. Ist nicht schlimm. Ich hole uns eins. Das Fruyal ist schön und gut. Aber es nützt ihm nichts, wenn ich alles andere kaputt floppe.
Aber ich freue mich, wenn ich die Prüfung bestanden habe, weil ich in dem Fachbereich halt auch wirklich mir vorstellen kann zu arbeiten. Das ist halt etwas, womit ich mir lange sehr schwer getan habe. Etwas zu finden, wo ich wirklich sage, ja, das mache ich. Das finde ich gut, da kann ich mir vorstellen, länger drin zu arbeiten. Und deswegen finde ich das schön, dass ich da jetzt was habe, was ich wirklich mag. Auch wahrscheinlich dauerhaft mag. Ah, der Sack. Ja, okay, das ist natürlich clever. Ja, ich hätte das Frial irgendwie killen müssen. Längst. Aber habe ich nicht. Und jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt kriege ich es nicht kaputt. Und die anderen Viecher machen mir Probleme. Wir tauschen mal kurz aus. Ich brauche mal kurz das Ariados. Ich weiß, das wird auf der Bank draufgehen, aber es ist mir gerade wurscht. Ich kann es jetzt nicht ändern. Ich muss jetzt damit leben. Wenn man etwas nicht ändern kann, dann muss man es akzeptieren. Ich schmeiß mal kurz meinen Spinsilias weg. Und hol uns doch einen Ariados für ein bisschen Bonus-Damage. Ein Befehl vom Boss finde ich schade. Aber zumindest 190 Damage. Das ist schon mal ein Anfang. Und nächste Runde kann ich es platt hauen. Auch wenn er sich noch eine Preiskarte nimmt. Aber er wird gewinnen. Gegen unser Deck ist es halt doof, weil wir viele Fähigkeiten benutzen. Gegen unser Bankzerstörungsdeck hätte er tatsächlich ein ganz großes Problem gehabt. Weil seine Viecher wären vor unseren gestorben. Und zwar deutlich. Und zwar alle. Weil so viel Schaden kann er nicht übertragen. Maximal 30. Das ist genau der Schaden, den wir in einer Runde austeilen. Plus halt alles, was von den anderen Viechern kommt. Und seinen Viechern. Und wenn dann irgendwie 5 auf dem Feld sind, dann nützt ihm das auch nichts. Das ist halt unser Problem. Er macht uns hier gerade fertig. Nehme ich hier überhaupt auf? Ja. Immer die Sorge. Aber ich bestehe meine Prüfung, bin ich mir sicher. Weil die Bereiche, mit denen ich große Probleme habe, oder größere Probleme habe, sagen wir es mal so. Erstens habe ich noch mehr als genug Zeit, die auszubeulen und auswendig zu lernen. Und zum anderen sind das einfach Sachen, die halt nur ein Teil von vielen sind. Und das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, andere Sachen zu machen, mit denen ich besser kann. Zum Beispiel das Pokémon unseres Gegners gerade mal in den Erdboden zu stampfen. Weil nochmal 160 Damage killt das Vieh. Ich weiß nicht, warum er uns gerade nicht angegriffen hat, aber selber schuld. Wenn er uns jetzt nämlich nicht killt, machen wir ihn fertig. Dann ist er nächste Runde weg. Dann hole ich Spinsidias und egal was er rauslegt, ich hau ihn weg. Aber es scheint irgendwie AFK gegangen zu sein, aus irgendeinem Grund. Das ist schon ein trauriger Grund zu gewinnen.
Ja, unser Gegner verliert jetzt, weil er AFK ist. Das ist traurig. Es war so ein knappes Spiel. Und jetzt verliert er deshalb. Das macht mich echt ein bisschen traurig. Weil so möchte ich eigentlich nicht meine Spiele gewinnen. Möchte ich eigentlich gewinnen, weil ich der Bessere bin. Und nicht, weil unser Gegner gerade mal wieder einen alten Bug hat. Nein, weil unser Gegner gerade seine Pizza aus dem Ofen holen muss. So mag ich es nicht zu gewinnen. Aber es gibt halt, wie gesagt, so ein paar Sachen, die muss ich lernen. Ich weiß, ich laber euch damit die Ohren voll, aber es ist halt das, was mich derzeit so am meisten umtreibt, ja. Aber Vorteil ist, wenn ich es gelernt habe und kann alles, fühle ich mich auch sehr confident, in dem Bereich zu bleiben und tatsächlich Spiele zu machen. Es würde mir auf jeden Fall gefallen. Und zu sagen, ich habe studiert, Spiele zu machen, ist halt auch gut. Weil das kann man halt auch auf andere Arbeitsbereiche ausweiten. Weil ich sag mal, so eine User Experience, also das, die Erfahrung, die ein Nutzer macht, das ist überall wichtig, ja. Also es gibt eigentlich keinen Bereich, wo ich jetzt sagen würde, weißt du was? Scheiß einfach auf den Typen, der das Ding am Ende benutzen muss, ey. Der kann mich mal in sowas sagen. Es gibt, glaube ich, keine Arbeit als Informatiker, wo man das sagt. Wäre mir zumindest nicht bewusst. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Was ist gerade los? Ist das Spiel wieder buggy? Ist der Clown wieder aktiv? Also hier oben, der Sieg, ne? Abgehackt wie Sau. Ich glaube, die haben echt... Wollt ihr mich vielleicht anheuern? Pokémon Company. Das Ding läuft eher auf Unity. Ich kenne mich ein bisschen mit Unity aus. Ich habe schon ein bisschen was damit gemacht. Ich arbeite zurzeit sogar an Unity. Wollt ihr mich anheuern? Ich fix euch die Grafikbugs. In der PC-Version. Das ist kein Problem, mache ich. Und auch solche Übergangsbugs kann ich versuchen zu fixen, wenn die Bezahlung stimmt. Nachdem ich schon an meinem Geburtstag nicht beim Lottospiel Millionär geworden bin, brauche ich ja jetzt irgendwas Neues, um Millionär zu werden. Nee, ist Spaß. Ich will einfach nur einen anständigen Job. Die Sache ist halt auch, ihr wisst es vielleicht, ich studiere schon eine ganze Weile. Ich habe einfach keinen Bock mehr, also weiter zu studieren, beziehungsweise ich will fertig werden einfach. Einfach weil ich will irgendwann mal Geld verdienen, ja. Ich will ordentlich Geld verdienen, ich will eine schöne Wohnung, einen anständigen Job. Und deswegen will ich einfach irgendwann mal fertig sein.
Und ich glaube, dass es nicht verwerflich ist. Ist ja jetzt nicht so, dass ich die Uni nicht mag. Das ist Quatsch. Ich mag die Uni sehr gerne. Schon cool an der Uni. Aber irgendwann will man halt auch mal ein bisschen Kohle in der Tasche haben. So, Spülmaschine. Besserer Laptop. Nee, mein Laptop ist eigentlich gut. Der darf noch eine Weile. Aber ihr wisst, wie es ist. Deswegen bin ich auch dankbar um jeden, der hier auf YouTube zuguckt, weil das ist ja alles auch wieder für mich irgendwo finanziell eine kleine Unterstützung. Deswegen danke an euch Zuschauer, dass ihr es mir möglich macht, vielleicht irgendwann ein Spiel zu programmieren, das ich dann hier auch Let's Playen kann. Das wäre die härteste Inception, ne? Man programmiert ein Spiel und Let's Playt es selber. Muss ich dann eigentlich überrascht tun, wenn ich an Passagen komme, die ich selber programmiert habe? Ich stelle hier essentielle Fragen. Vielleicht mache ich auch einfach nur Quatsch. So. Oh. Ich habe nur zwei nehmen. Ariados habe ich gerade keins draußen. Dann nehme ich die Energie. So. Immer fest da drauf. Wir warten ab. Wenn er zu Glurak wird, haben wir eigentlich viel Glück sogar. Weil Glurak hat eine unheimliche, also hat eine Schwäche gegenüber uns. Und er kann uns jetzt, glaube ich, nicht mit einem Schlag killen. Bedeutet, wir haben gleich den Erstschlag, also den Erstkill sozusagen, für zwei Preiskarten. Das bietet uns grandiose Möglichkeiten. Und verschafft uns eine gute Position. Oh. 3 Schadenspunkte plus. Plus 3 sind 60 zusätzlich. Das kann gefährlich werden. Reicht nicht. Reicht nicht. Kriegst mich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es legen will. Ich will auf jeden Fall erstmal mit der Vitalität Karten ziehen. Und Energie anlegen. Schon mal für Ersatz. Und dann kloppen wir das da erstmal um. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Preiskarten genommen als er. Wenn wir noch einen Glurak umnieten, dann sind wir gut dabei. Dann können wir mit dem Befehl vom Boss einfach das Manafi holen und haben gewonnen. Komm, gib mir noch einen Glurak. Oh, nicht wieder ins Deck mischen. Da ist doch mein Befehl vom Boss weg. Wenn er jetzt keine Energie hat, dann hat er ein Problem. Er hat ein Problem. Hä? Was denn gerade? Interessant, ich kann im Hintergrund noch irgendwelche Sachen drücken. Das sollte definitiv nicht so sein. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich belasse es heute mal dabei. Der Part ist ein bisschen kürzer, aber das liegt daran, dass ich gerade noch unheimlich
am Machen tun bin und so weiter. Und ich muss jetzt im Hintergrund auch gleich weitermachen. Mein Timer für meine Mittagspause läuft. Ich muss nämlich gleich weiter lernen. Ist noch eine Menge Auswendiglernerei dabei und ja. Ihr lasst mir jetzt hoffentlich ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht. Mit hier Pokémon Trading Card Game live. Bis dann, euer Wolf.